letztes Mal war ich Hausmeister, heute bin ich Tierpfleger. Ich stehe hier im Allwetter zu Münster und begleite heute Peter Feuerbach bei seinen Tätigkeiten. Unter anderem gucke ich mir heute die Robben, die Pinguine und die Nasenbären an. Das sind Fischeater-Tabletten. Ja. Das heißt, für Meeressäuger und für Meeresvögel werden diese Tabletten genommen. Was ist da alles so drin in so kleinen Tabletten? Das ist alles an Vitaminen und Mineralstoffen, okay, was du dir sozusagen denken kannst. Ein Tier ist jetzt noch im Haus abgesperrt. Das ist schon ein etwas älteres Tier. Mhm. Die ist auf ein Auge ganz blind und auf dem anderen fängt es langsam an. Wir machen da Trainingseinheiten, damit sie auch bei völliger Blindheit wissen muss und wissen kann, was sie zu tun hat. Jede Übung beinhaltet, dass ich erst pfeife. Wenn ich die extra dafür animiere, müssen die eine Übung machen. Die Übung wird abgepfiffen. Wenn der Abpfiff ertönt, gibt es die Belohnung. Heutzutage ist es so, dass mit den Robben gearbeitet wird, dass sie beschäftigt werden. Hier jetzt dreimal am Tag. Ja. Dass sie sich richtig anstrengen müssen, sozusagen, um einen Fisch zu bekommen. Ne, in freier Wildbahn müssen sie den jagen, hier würden sie den ja so bekommen, aber sie müssen was dafür tun. Geht bei uns eigentlich nur um die Tiere, damit sie beschäftigt werden und dass wir an diese Tiere rankommen. Heute wollte ich eigentlich mit den TBV-Jungs etwas Action haben. Der TBV Lemgo hat eine neue Sportart in seiner Kategorie. Und das hört sich auch scheiße an. Leider gibt das Wetter das heute nicht her. Hier in diesen schönen fucking... Deswegen gehen wir heute in die Turnhalle. Ach Mann, warum kann ich diese scheiß Anmoderation hier, ey? Was heißt denn? Heißt es das Vakku, der Vakku oder was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Nee, ich mach ich nicht mehr. Da wollten wir einmal draußen drehen und dann fängt es einfach an zu regnen. Aber Vakku, hast du erzählt, ist mehr draußen. Wieso draußen? Ja, weil wir die natürliche Umgebung einfach haben. Sprich Mauern, Gerüste, Spielplätze, alles Mögliche. Also hier suchen wir uns die Hindernisse selber aus. In der Halle müssen wir uns die aufbauen. Wir trainieren schon gerne draußen. Ja, aber bei so einem Wetter wie heute, da geht man schon gerne in die Halle rein. Und wieso gerade in Lemgo? Wieso nicht in einer großen Stadt? Ich hätte nie gedacht, dass es Parkour cool in Lemgo gibt, ja, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, ich glaube, es denken viele Menschen so. Viele würden das wahrscheinlich gerne anfangen auch hier in Lemgo, aber die wissen gar nicht darüber Bescheid. So, ne? Deswegen versuchen wir das so ein bisschen zu vermitteln. Klar hast du mehr Möglichkeiten in einer Großstadt. Da gibt es einfach viel mehr Hindernisse für einen Menschen oder Dresseur, wie der Sportler auch genannt wird. Wenn man mit Parkour anfangen möchte, sucht man sich am besten eine kleine Gruppe. Da wird das Wissen auch ganz gut vermittelt an sich. So. Und mit der Zeit bekommt man auch so einen Blick für die Hindernisse, wo man was machen könnte. Mhm. Wenn ich jetzt vor ein paar Jahren einfach durch die Stadt gegangen wäre oder jetzt hier, wo wir sind, hätte ich wahrscheinlich halb so viele Hindernisse gesehen wie zu der jetzigen Zeit. Ne? Wie geht es dann weiter, dass jetzt du sagst, dass du jetzt beim TBV bist? Ach so, also, genau. Das kam relativ spät. Zuerst haben wir halt in kleinen Gruppen trainiert hier und das Ganze hat sich von Lemgo aus verbreitet, nach Bielefeld, Gütersloh und so weiter und so fort. Ja, seitdem ich auch mit dem Verein in Blomberg trainiere, dachte ich mir, ja komm, wenn ich schon in Blomberg mache, dann kann ich das auch in Lemgo auch so machen, weil mir das ganz gut gefallen hat mit der Zusammenarbeit mit dem Verein. Und ich hoffe, ich kann das auch so weit in Lemgo aufbauen, dass hier eine Gemeinschaft entsteht. Also können Interessierte einfach da hingehen und sagen so, hey Leute, ich hab Bock darauf, bis Parkour zu machen und einfach da hingehen zu den Treffen und das war's dann. Auf jeden Fall. Und wie würdest du Parkour in 5 Wörtern beschreiben? Also was sind die prägnantesten Wörter vom Parkour? Konkurrenzlos, wettbewerbsfrei, leistungsdruckfrei. Was uns auch noch wichtig ist, dass wir alle gemeinsam trainieren, nicht gegeneinander. Ganzkörpersportart, sich mit der Angst auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so. Das sind also die Hauptaspekte. Und gibt es auch irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten, dass es zum Beispiel so Camps gibt, wo du trainieren kannst oder irgendwie sowas? Mhm. Ja, es gibt Camps, es gibt Parkour. Es gibt zum Beispiel auch hier in Gütersloh ein Parkour-Camp, das findet einmal im Jahr statt. Es kommen
Leute aus ganz Deutschland dazu. Wir haben eine gute Zeit, über 3 Tage lang, über das Wochenende. Es wird da gezeltet und zusammen trainiert und ausgetauscht. Ja, das wären meine Fragen schon längst gewesen. Also, okay. Hat dir das Training gefallen? Ja, ich fand's gut. Also ja? Ich würde mich noch mal überlegen, ob ich wiederkomme. Weil okay. Ich fand es echt cool, weil man wird hier super betreut. Das ist echt schön. Ja. Und ja. Ja, wie gesagt. Also ich fand es echt super interessant. Ja. Also man lernt auch seinen Körper schon. Auch wenn es so 2 Stunden waren, lernt man ihn halt schon voll kennen. Ja. Ich denke auch. Und vor allem nicht nur sich körperlich kennenlernen, genauso wie mental. Also ich bin aus dem Sport, ich bin so lange persönlich gewachsen. Habe auch vieles daraus gelernt und wende das mittlerweile in jedem Lebensbereich an, zum Beispiel sich Ängsten stellen. Ne? Ja. Ansonsten ist wirklich jeder willkommen. Das war heute ein anstrengender Tag und ich werde mich jetzt ins Bettchen legen und erstmal mich voll ausruhen. Und alle sind so weg. Nimmst okay. Jetzt immer so kleine Schöffelchen und muss sie ordentlich verteilen. Nicht alles auf einer Stelle. Ja, perfekt. Ja, ne? Weitermachen. Sind Klaus und Josie sozusagen zusammen oder sind es sozusagen Geschwister? Nee, das ist ein Pärchen. Oh, wie süß. Wie alt kann so ein Bär werden? Ja, so langsam bei 28, 29, 30 ist dann auch Schluss. Also Klaus ist ein Opa. Opa? Und wie alt ist Josie dann? Josie ist jetzt 14. Also die ist gerade im besten Alter. Oh, steht Josie bist du auf älter Typen hier, ne? Gott. Sie hat keine andere Wahl. Und tipp. Komm mal hin. Guck mal, der ist voll faul. Ja, die Bären wurden gefüttert, jetzt werden wir gefüttert. Heute in M vs. M geht es darum, mit verbundenen Augen Essen zu erschmecken, erraten und dabei nicht zu sterben. Und ich wünsche uns guten Appetit. Nicht zu kotzen. So, ihr dürft jetzt, ne? Okay. Was? Was so ekelig, was ich jemanden im Mund nehme. Oh, das fluschelt voll. Ich will das nicht. Bibi! Yeah. Oh, geil, gut, dass ich es nicht essen musste. Mali, bist du ja richtig. Ich glaube, wir gewinnen es hier übelst heute. Ist ja jetzt schon kommen, ey. Bist du noch da? Hey, dich an die Brüste. So. Das hat sich voll eklig angehört. Mama, ich liebe dich. Oh, sorry. Jetzt hast du es. Vergiss mich nie. Warte, und? Moment. Moment, Moment. Banane. Warte! Ach so, ich hab gewonnen. Moment, Moment. Ach so. Banane ist lecker. Ich auch. Marius, du magst Banane, ne? Lass deine Banane nicht. Bitte! Ih, was ist das? Zitrone! Zitrone! Menschen, das ist voll eklig. Es steht 2-0, ne? Nein, doch. Es kommt 1-2, wenn schon. Nein, deine Banane war. Deine Zitrone gilt auch nicht, weil genau gesagt Zitrone gesagt Nein, das werden wir im Schnitt noch sehen. Seid ihr bereit? Boah. Paprika! Zwiebel! Du gehst voll schnell ab, Alter. Ich muss erst mal ein bisschen fühlen hier. Moment, ich bin voll der Lashbock hier. Pizza-Bohnen. Ja, Pizza-Bohnen, ja. Margarita. Sehr gut! Hä, was ist mit dir denn los? Ganz ehrlich, das schmeckt geil. Ja, schmeckt lecker, ne? Kann ich noch ein bisschen was haben? Was ist da? Ah, okay, danke. In den Mund. Ah, Thunfisch. Was Fischiges auf jeden Fall, komplett. Kaviar! Oh. Warte, bist du gut, ey. Ich mag Kaviar voll. Hier kriegst du meinen auch noch, hier. Wo ist der? Mach! Ich hoffe, ihr habt den nicht irgendwie. Also, das ist schon aus der Dose, oder? Steht 4-3, ne? Ja, mein Gott, sei stolz darauf. Ich hab den besseren Gaumen. Es liegt auf eurem. Maggi! Nee. Echt nicht? Ich dachte, es wäre Maggi. Ah, was ist das? Suppen. Nein, das ist Würfelbräu. Brühe! Weißt du nicht, was du für komische Sachen ist, dass du immer das Komische erklärst? Oh, Fertigprodukte esse ich immer. Kartoffelruhe, Kartoffelbrühe. Oh, ich muss niesen. Ich wette, ich bin allergisch gegen irgendwas. Warte, noch nicht das. Ah, ich weiß schon, was es ist. Warte, doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Was soll das? Können wir? Ihr könnt. Thunfisch! Thunfisch! Mello!
Mutter steht 6-3. Bist du bekloppt? Nein. Natürlich. Deine Mutter steht 6-3. Wo ist denn die Gabel? Ah, ist das wirklich Katzenfutter? Nein, das ist Curry. Aber ich meine, das ist Curry. Ein Curry King ist das bestimmt. Ja, das ist Curry King. Was ist das denn? Was ist das? Das ist voll eklig. Ich finde das richtig eklig, sorry. Was ist das? Spargel? Ich glaube, es ist Lachs, glaube ich. Nein. Bin ich was Ekliges? Tufo! Tufo! Ah nein, ist alles. Ich bin raus. Ich auch. Rahmspinat mit Kartoffeln. Hä? Rahmspinat mit Kartoffeln. Nein, das hätte ich auch nie gedacht. Achso, wir dürfen ja nicht, ne? Nee, dürfen. Ich glaube sogar, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Feta! Blauschimmelkäse! Es ist einfach nur trocken und schmeckt gar nichts. Boah, Digga! Ich glaube, das ist echt fett, ohne Witz. Ich glaube, das pflanzliches Fett ist das da für Tösen, glaube ich. Oder? Ja, das stimmt, ne? Blauschimmelkäse, Parmesan, Ziegenkäse. Nein, ich glaube, es ist fett, ohne Witz. Ich glaube, es ist echt fett. Kurz aus Leidenschaft. Probierst du noch? Ne, gerade nie mehr. Ich probier auch nicht mehr. Nee, was war das denn jetzt? Hefe. Katzenfutter. Hefe. Ja. Das ist jetzt mal was Tolles. Baguni oder so. Ja, Jalapeno. Ja, so richtig. Boah. Ich wollte ein bisschen Oh, ist doch scharf. Ah, das ist wieder. Oh. Bei mir ist es nicht scharf. Meiner ist lecker. Ah, das ist grün, glaube ich. Oh, bei mir. Oh, grün. Ja. Doch, ist scharf. Brot brennt gerade übelst, oder? Kann ich mehr Brot haben, bitte? Okay, ich kann mal ganz kurz Pause machen, ganz ehrlich. Aua! Mach ihn hier. Ist das nein? Das ist Katzenfutter, klar, riech doch mal. Das ist wirklich Katzenfutter. Ja, ist Katzenfutter. War mein Punkt, so. Nee, ich probier das nicht. Ich mach Augenbinde auf, ne? Also dieses Mal habe ich definitiv gewonnen, obwohl ich jetzt nur nach Hause gehen werde und ein bisschen weinen werde, weil mein Hals brennt. Und ja, M vs. M geht dieses Mal an mich, macht auf gar keinen Fall nie ein Gericht aus Katzenfutter und Kiwi und roher Pizza, weil dann bekommt ihr Durchfall. Ja, Mehl wie immer hier. Für die Nasenbären. Die sind aber gierig, die Kleinen, ne? Mein Gott. Ja, klar. Zum Glück sind wir keine Male. Das ist wie Schokolade. Echt? Wie Schokolade für Peter. Echt? Ist das so Schokolade für die sozusagen? Wir finden die klasse, die von, ja. Oh Gott. Ich finde das ja nicht so klasse, ne? I. Hello, hello. So. Hier ein Bierchen, da ein Tänzchen. Am 1. Mai trafen sich wieder viele Menschen aus der Region in der Lemgoer Innenstadt, um ausgelassen bei Lemgo macht ein Fass auf zu feiern. In zahlreichen Kneipen, Bars und sogar Open Air sorgten Livebands für die richtige Musik zur Tanzstimmung. Auch durch den immer wiederkehrenden Nieselregen ließen sich die Besucher beim zweitgrößten Fest Lemgos nicht abschrecken. Die beliebte Veranstaltung fand bereits zum 16. Mal statt. In diesem Jahr schlossen sich fast 30 Wirte aus der Umgebung zusammen, um gemeinsam ein Fass aufzumachen und die Gäste zu bewirten. Eintauchen in die Wissenschaft und die Welt des Studiums. Am Tag der offenen Tür strömten zahlreiche Besucher durch die Flure der Hochschule OWL. Der rege Austausch mit Studenten und Mitarbeitern der einzelnen Fachbereiche verschaffte den Studieninteressierten einen guten Überblick über das vielfältige Angebot der Hochschule. Wie gefällt es dir hier an der Hochschule? Wunderbar, bis jetzt. Ich habe schon viel Informationen bekommen. Sehr interessant. Sehr gut. Ich finde das an der FH ganz schön. Es ist so ein bisschen kleiner und gefällt mir besser als an der Uni. In den Laboren der Life Science Technologies konnte man sich zum Beispiel mit der Kaffeerösterei auseinandersetzen oder an anderer Stelle den vermutlich ältesten noch funktionsfähigen Dieselmotor in Aktion sehen. Ein besonderes Highlight lieferte das Studio des studentischen Fernsehteams Zeilensprung. Die Besucher bekamen hier einen exklusiven Eindruck, wie eine Live-Sendung produziert wird. Man nehme einen zu groß geratenen Minigolfplatz, ein paar Bälle und viele entschlossene Spieler. Fertig ist die Europameisterschaft im Fußballgolf. Vom 16. bis zum 18. Mai kämpften insgesamt 137 Teilnehmer aus 11 Nationen in Detmold um den Pokal.
Am Ende konnten sich drei Teams aus Dänemark den Titel sichern. Der Soccerpark in Detmold lädt auch außerhalb der Europameisterschaft zum Fußballgolfen ein. Die Anlage direkt am Segelflugplatz hat ab Mai von Montag bis Sonntag geöffnet. Für Strandfeeling ist auch gesorgt. So lässt sich die Zeit bis zur nächsten Runde bestimmt entspannt überbrücken. Also mit Sandy habe ich ja jahrelang was mit zu tun gehabt, sprich in den ganzen Medien, in Schulen, Behindertenschulen, wie auch immer. Wir haben auch die Nummer 137 gehabt, die hier mal ausgebüxt ist, aber nie wieder aufgefunden wurde. Wir haben, wie ich eben schon sagte, in etlichen Shows und Sendungen mitgearbeitet. Gott. Soll ich mit reingehen? Ja, ne? Nein. Das ist sozusagen unser Streichelstein. Hier legt ihr sich jetzt hin. So, und dann kannst du die auch mal anfassen. Oh, die sind ja voll weich. Ne? Das ist voll schön. Also der besteht komplett aus Federn. Mhm. Also keine Haare, wie die meisten immer denken. Ente gut, alles gut. Ja. So, das war's heute im Allwetter zu Münster. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen spielen. Dass man das sieht, das ist Katzenfutter. Katzenfutter. Und Katzenfutter. Und sie, soll ich nochmal sagen? Katzenfutter. Und sie ist eine rohe Pizza. Wer ist hier das kranke Schwein? Rohe Pizza. Woo, woo. Haben wir müssen gar nicht mehr einkaufen. Also ich esse gleich mal den Curryking kalt. Und Zitrone? Nee. Zwiebel? Zwiebel schmeckt voll geil, wenn du die zu Korn trinkst. Und kannst du mit Katzenfutter vermischen? Nee, nein, Korn haben wir nicht. Eigentlich hätten wir noch Korn. Das ist so ein Zwiebel-Katzenfutter-Salat. Ja. Ja, gut, du isst das ja, ja wie so ein Joghurt. Ja, wir hatten damals nichts im Winter. Boah, das ist der Geruch. Ich bin raus. Der Geruch ist schon zu viel. Ich muss mich für nichts schämen.